Guten Abend und natürlich herzlich willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei JFD Bank. Natürlich auch im Namen von JFD Bank herzlich willkommen. Mein Name Stefan Fredrichowski. Ja, wie sozusagen typisch gleiche Uhrzeit wie gewohnt. Mittwoch, den 16. Oktober 2019, 19 Uhr. Soweit also erstmal alles ganz natürlich wie gewohnt. Heutiges Thema: Mensch versus künstliche Intelligenz. Wer ist der bessere Trader? Jo, da sind natürlich mal jetzt gleich zwei, nicht Highlights, also so will ich gar nicht sagen, sondern zwei ganz, ganz wichtige Begriffe drin. Einmal KI, künstliche Intelligenz, und irgendwo nachher auch noch traden. Diese ganze Spannbreite zu ziehen, von dem einen bis zu dem anderen, versuche ich heute in diesem Webinar, wobei es mir im Wesentlichen, das will ich ganz klar auch vorneweg sagen, darum geht, dass ihr alle so eine kleine Idee davon kriegt, je nachdem, wie tief ihr schon mal was darüber gelesen habt, vielleicht sogar selber drinsteckt, in dem Thema künstliche Intelligenz, dass ihr einfach so eine, nennen wir es mal, Ahnung davon kriegt, worum es da wirklich geht, wie sowas funktioniert und auch einige Stolpersteine. Ich werde auch nachher am Ende Beispiele vom Traden zeigen, weil ich da auch selber schon Algorithmen für entwickelt habe. Aber mir geht es nochmal im Wesentlichen darum, dass ihr einfach so einen generellen Eindruck davon bekommt, wie das Ganze tatsächlich funktioniert. Genau, ich kriege gerade schon hier ein paar interessante Hinweise, wie zum Beispiel: erster Vorteil der Maschine im Vergleich zum Mensch, insbesondere mir, keine Erkältung. Ich klinge ein bisschen angeschlagen. Ja, ich hoffe, meine Stimme hält durch. Der eine oder andere Räusper wird wahrscheinlich noch zusätzlich dabei sein. Das Interessante ist übrigens, diesen Vortrag habe ich vor knapp 2 Wochen schon mal gehalten, allerdings völlig woanders, nämlich in Kairo auf der sogenannten IFTA-Konferenz, der Jahreskonferenz. Das ist die Internationale Vereinigung technischer Analysten. Also das F steht natürlich nicht für Vereinigung, sondern Federation, und ist sozusagen der VTAD auf international für die, die aus Deutschland hier dabei sind. Und ja, da war das gleiche Thema. Da gab es eine zusätzliche Herausforderung, was das Thema angeht, nämlich das Ganze war dann in 25 Minuten. Gut. Und natürlich auf Englisch. Das ist jetzt weniger die Herausforderung, aber von daher 25 Minuten war schon, na, mal eine Challenge. Ich hoffe, ich habe alle Folien ausreichend übersetzt. Ein paar englische Begriffe bleiben drin, aber das lässt sich hier bei dem Thema gar nicht so richtig vermeiden. Die Folien sind übrigens zum Download bereitgestellt. In der Tat gibt es heute keine Excel-Sheets. Ich habe nämlich kein einziges. Und wer aber sonst hier gerne mit mir in Kontakt treten möchte, hier steht nochmal meine E-Mail-Adresse: s.fridrichowski@jfdbank.com, und geht gerne direkt auch zum Du über. Ihr merkt, ich tue es mit euch gerade auch nicht anders. Also gar kein Problem. Bevor wir wirklich loslegen, ihr kennt das Prozedere, ich muss es immer einmal zeigen, der sogenannte Risk-Disclaimer. Wir reden über Traden, wir reden über Investments, wir reden alles rund ums Traden, heute auch noch zusätzlich über künstliche Intelligenz. Schließlich und endlich, wer tradet, tut es natürlich auf seine eigene Verantwortung. Das ist, glaube ich, klar, und soll natürlich hier wie immer einmal erwähnt sein. Gut, mal ein bisschen genauer. Was mache ich jetzt hier in dem Webinar? Natürlich will ich über künstliche Intelligenz auch erstmal im Allgemeinen reden. Auch das Traden ist gar nicht so schlecht, auch sogar als Beispiel. Also wer vielleicht mal Vorträge einfach nur über künstliche Intelligenz halten möchte und dann ein bisschen auch was als Beispiel angeben möchte, die Richtung passiert auch ganz gut. Wir werden nachher zum Beispiel sehen, eine Sache ist bei solchen Algorithmen und auch bei künstlicher Intelligenz redet man immer nachher gerne über eine sogenannte Profitfunktion. Tradern brauche ich wenig erklären, was wohl gemeint ist, wenn ich über eine Profitfunktion rede. Da sind wir, glaube ich, relativ schnell einer Meinung, was das denn sein könnte, wobei es da dann durchaus schon noch weitere Varianten gäbe.
Also, kleine Einführung allgemein, künstliche Intelligenz, auch ein bisschen historisch. Da müssen wir uns natürlich angucken. Ich will ja nachher auch irgendwie sagen, naja, wer sind dann nachher eigentlich der bessere Trader? Sind es die Algorithmen? Ist es ein neuronales Netzwerk? Also müssen wir mal einen Vergleich auch durchführen. Dann machen wir mal einen Perspektivwechsel. Der ist mir immer sehr wichtig, dass ihr auch ganz generell, abgesehen von dem heutigen Thema, immer so ein bisschen versteht, dass ich etwas anders auf die Märkte schaue und immer natürlich mehr aus der mathematischen Perspektive. Und da will ich immer ein bisschen zu einladen, das tue ich natürlich auch heute. Dann machen wir natürlich mal neuronale Netze, weil die sind wesentlicher Bestandteil der künstlichen Intelligenz. Und auch das ist natürlich ein Buzzword, was überall durchgeht, genau wie die künstliche Intelligenz im Allgemeinen. Lassen sich gut Forschungsgelder mit einsammeln und andere Förderprojekte. Aber da ist natürlich auch vieles zusätzlich schon dran und auch schon längst im Einsatz. Sogar schon mehr, als wir manchmal glauben. Von daher ist es mal gut zu sehen, wie die eigentlich arbeiten und wie sie vor allen Dingen lernen, weil das ist mit das Entscheidende an den künstlichen, an künstlicher Intelligenz, an neuronalen Netzen. Sie sind lernfähig. Wenn wir mal über Traden und Trading-Algorithmen denken, sind die ja ad hoc nicht lernfähig. Ich mache zwar gerne und oft den Hinweis, dass ich sogenannte dynamische Strategien habe, die noch adaptiert werden müssen. Und aber das A mache ich die Adaption selber quasi von Hand, indem ich meine Programme anwerfe. Aber auch das ist rein algorithmisch. Es ist nur eine Adaption. Neuronale Netze sind wirklich lernfähig. Das heißt, sie können tatsächlich auch immer besser werden. Schließlich und endlich gebe ich auch mal ein paar Trading-Beispiele, die ich selber auch erzielt habe. Steigen wir mal wirklich ein. Ups, okay. Die Folie ist A noch auf Englisch und B brauchen wir die hier nicht, weil wer JFD ist und was es alles Tolles bei JFD gibt, das wisst wahrscheinlich ihr sicherlich genauso gut und insbesondere sowas wie Aktientraden ohne Commission und auch Kryptos kennt ihr, brauchen wir nicht weiter eingehen. Musste ich allerdings in Kairo natürlich nochmal erzählen, weil da war es ja auch ein bisschen eine Werbeveranstaltung für JFD. Über künstliche Intelligenz redet man schon ziemlich lange. Also die Folie hier, also das Bild an sich ist nicht wirklich von mir, sondern das findet man genauso auch im Internet. Und über künstliche Intelligenz redet man in der Tat schon seit 1950, also schon vor knapp 70 Jahren. Weil vieles fängt natürlich damit an, ja, wie definiert man überhaupt künstliche Intelligenz? Man könnte eigentlich vorher noch fragen, wie definiert man überhaupt Intelligenz? Was schon schwierig genug ist. Natürlich gibt es irgendwelche IQ-Tests, die man machen kann und dann kommt da irgend so eine Zahl raus. Die ist aber auch schon fragwürdig. Also auch die Intelligenz an sich zu definieren, ist schon schwierig genug. Geschweige denn, wie ist künstliche Intelligenz definiert? Und was man in der Literatur allgemein dazu sagt, ist eigentlich, na gut, es ist jede Technik, welche es Computern, ich sag mal ruhig noch, Schrägstrich Maschinen, ermöglicht, menschliches Verhalten nachzuahmen. Gut, dann ist übrigens auch ein Kran ein solches Hilfsmittel, weil der Kran, der kann ein menschliches Verhalten, nämlich das Anheben eines von irgendwas, nachahmen und da er meistens kräftiger ist, also zumindest als ich, kann er das auch durchaus sehr gut. Würde man das jetzt pauschal als künstliche Intelligenz bezeichnen, würde ich jetzt persönlich so nicht sehen. Aber so fing die allgemeine Diskussion an. Also Techniken, Maschinen, die menschliches Verhalten nachahmen. Gut, ist durchaus gewöhnungsbedürftig. Ich kriege hier gerade auch noch ein paar andere Definitionen hier reingesagt. Die ist dann noch älter. 1918 sagte ein amerikanischer Wissenschaftler: Intelligence is what the test tests. Also Intelligenz ist, was den Test testet.
Es ist schwierig, das Ganze wirklich zu abstrahieren, schon weil Intelligenz an sich wirklich schwer genug ist zu definieren. Bei Machine Learning wird es schon ein bisschen einfacher. Startet so ab 1980 eine Untermenge, welche statistische Methoden verwendet, damit Maschinen durch Erfahrung besser werden. Das wird natürlich jetzt schon interessant, weil auch nachher für uns Trader ist genau das mit ja eine Grundform. Irgendwann in unserem Leben haben wir mal gesagt, wir wollen traden. Gut, der eine ist einfach hingegangen, hat irgendein Demokonto aufgemacht, hoffentlich ein Demokonto und nicht gleich live getradet, und hat einfach angefangen zu traden. Und hat sich natürlich auch selbst dabei beobachtet. Hoffentlich. Und reflektiert. Trading-Journal gemacht. Oder hat einfach Bücher gelesen, Webinare angehört, um besser zu werden. Das ist natürlich diese Selbstreflexion, also das Lernen aus seinen eigenen Fehlern, ist natürlich jetzt schon wirklich was ganz Besonderes. Und dazu kommt noch das zweite Keyword hier: statistische Methoden verwendet. Das heißt, es geht nicht nur darum, sagen Sachen stur einzulernen, also so wie vielleicht ein Roboter, der einfach nur nachher dazu da ist, irgendwelche Schrauben am Auto festzuziehen. Nee, sondern hier geht es darum, auch aus Daten etwas zu lernen. Also statistische Methoden verwendet. Da wird es natürlich wirklich interessant. Da geht es auch darum, sozusagen vielleicht aus der Statistik Zusammenhänge zu erahnen. Also zum Beispiel die Frage, ist es gut, freitags den Dow Jones long zu traden, weil zum Wochenende der immer gerne hochgeht? Das ist genauso ein Aspekt, dem wir uns als Trader natürlich genauso begegnet. Und wenn wir da Zusammenhänge finden, also statistische Methoden anwenden, können wir dadurch besser werden. Also wir können aus Erfahrung lernen. Gut. Es gibt hier nachher noch schon eine andere sehr interessante Definition, die hier gerade reingeschrieben wird. Ich würde sagen, mit vorhandenem, gesammelten oder erhaltenem Wissen neues Wissen erzeugen. Da bin ich genau dabei, weil es nämlich auch noch ein weiteres Element gleich mit anspricht. Nämlich, das habe ich auch nachher so ein bisschen ähnlich aufgeschrieben. Das einerseits nenne ich nachher Kreativität und Intuition, aber die kommt ja auch nicht aus nichts, sondern im Englischen gibt es das schöne Wort educated guess, was mir sehr gut gefällt. Es ist also nicht Rätseln, sondern da kommt schon noch was aus unserem Wissen dazu. Also von da passt das schon mal sehr gut. Jetzt gibt's hier, ihr merkt, ich habe pausiert, weil ich erst lesen musste, wo ich das hier vorlese. Für mich ist ein PC nur dann intelligent, wenn ich meinen Laptop aus dem Fenster schmeiße und auf dem Monitor das Wort Hilfe erscheint. War mal in einer Karikatur im Spektrum der Wissenschaft. Jo, das wäre ein ziemlich intelligenter Laptop, der wenigstens noch um Hilfe ruft. Gefällt mir die Definition. Gut. Ein wirklicher Durchbruch im Rahmen künstlicher Intelligenz ist aus meiner Sicht tatsächlich so gar nicht so lange her, gerade mal 10 Jahre. Der fällt unter das Oberbegriff Deep Learning. Und da wird es jetzt gleich schon technisch, also besser gesagt EDV-technisch. Da geht es gleich um neuronale Netze und dann die sind dann auch multilayer-fähig. Aber es geht hier um Deep Learning. Nachher haben wir noch andere Begriffe. Reinforcement Learning. Dahinter verbergen sich immer Aspekte, wo man das Lernen so anschaut wie beim menschlichen Lernen. Ich hatte heute zufälligerweise, saß ich in einem Wartezimmer eines Arztes und da war eine Mutter mit 2 Kindern. Und da passiert genau nichts anderes. Und nämlich, man macht was vor, erklärt etwas dem Kind, da ging es um irgendwelches Ausmalen von zahlengestützten, bunten Sachen, die dann verbunden werden mussten und und. So lernen wir. Wir kriegen dann Feedback, ob wir was richtig gemacht haben, falsch gemacht haben. Und zwischendurch wird Mutter dann vielleicht auch mal laut, weil wir was ganz falsch gemacht haben. Das sind allerdings genau die Dinge, die wir übertragen auf diese tiefen neuronalen Netze. Dieses
Reward and Punish, also belohnen und bestrafen, klingt so wahnsinnig brutal. Aber der menschliche Lernprozess hat ganz, ganz, ganz viel damit zu tun und ganz, ganz viel mit Wiederholen, um Sachen sich einzuprägen. Wie oft ist uns vielleicht mal als Kind gesagt worden, guck mal, das ist vorne, das ist eine Katze. Und dann später, guck mal, da ist ein Hund. Und irgendwann haben wir alle gelernt, Katzen von Hunden zu unterscheiden. Und genau so kann man auch mit diesen neuronalen Netzen umgehen. Wenn wir uns die Historie mal ein bisschen anschauen, ich habe das mal Erfolgsstorys künstlicher Intelligenz genannt. Mein erstes Beispiel ist schon gleich das, was bis heute eigentlich noch nicht wirklich funktioniert, nämlich E-Mail-Spam-Filters. Das ist in der Tat eine der ältesten Anwendungen auch von KI. Und leider muss ich sagen, zumindest wenn ich bei dem einen Account, bei dem ich einen E-Mail-Account habe, der funktioniert ja bis heute noch nicht richtig. Und ich kriege nach wie vor irgendwelche komischen Sachen, die eigentlich da gar nichts mehr reingehören. Warum ist das eine schöne Anwendung für künstliche Intelligenz? Naja, der Provider sieht ja alle E-Mails vorher. Und der kann natürlich jetzt sozusagen über verschiedene Accounts hinweg noch entscheiden, was vielleicht Spam ist und nicht, also was Spam ist und was nicht. Zum Beispiel, wenn viel zu viele Menschen die gleiche E-Mail alle parallel kriegen. Und. Dann geht es natürlich um Keywörter, die da genannt werden. Und. Das sind Sachen, die kann man lernen. Auf der Spieleseite hat sich ebenfalls wahnsinnig viel getan und ist ganz, ganz wichtig. 1997 bereits, das ist jetzt schon 22 Jahre her. Das ist nicht wirklich jetzt ein neuronales Netz gewesen, sondern es war noch mehr das, was man rein algorithmisch nennt. Gab es schon bereits einen Schachcomputer, nämlich namens Deep Blue von IBM, der den damaligen Weltmeister geschlagen hat. 22 Jahre her. Die zwei wirklichen Durchbrüche noch beim, was Spielen angeht, die sind gar nicht so lange her. Warum? Weil man nämlich jetzt wirklich absolut selbstlernende neuronale Netze verwendet hat. 2017 AlphaGo von Google hat in dem Spiel Go den Okeji, also ich muss gestehen, ich kenne ihn nicht, ich glaube, er ist Koreaner, hat den ganz locker geschlagen. Und was noch viel bemerkenswerter ist, AlphaGo war auch in der Lage, allein anhand der Regeln des Spiels Go und anschließend gegen sich selbst zu spielen, das Ganze zu durchdringen. Hier, warte mal, da wird natürlich jetzt künstliche Intelligenz nochmal super interessant. Ich sage einem Computer, also sagen ist gut, also ich bringe einem Computer nur die Regeln von etwas, hier Go, und mit dem Schachspiel hat man es genauso gemacht, nur die Regeln bei und dann dadurch, dass er gegen sich selbst spielt und wir noch eine Vorgabe machen. Es ist gut, nämlich zu gewinnen. Das ist der Reward. Gewinnen ist gut. Und dann der Selbstanalyse wurde das Programm immer besser und immer besser. Ich habe jetzt zufälligerweise die Zahlen besser vom Schach. Das gleiche Programm hat man auch nochmal auf Schach losgelassen. Da wird die Zahl schon ziemlich atemberaubend. Sagt man dem Programm einmal, wie Schach funktioniert, also Bauern dürfen von der Grundlinie zwei Felder vor oder auch nur ein und so weiter. Nach 4 Stunden ist dieses Programm nicht mehr vom Menschen schlagbar. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß nicht, wer alles Schach spielt, aber ganz einfach ist es nicht. Dieser Computer spielt gegen sich selbst und nach 4 Stunden ist er nicht mehr schlagbar. Hups, das ist mal eine Leistung. 2019, also dieses Jahr, ist auch ein weiteres Spiel vom Computer übernommen worden, nämlich Poker. Jetzt fragt man sich natürlich, hey, Poker ist noch komplizierter? Ja, Poker ist in der Tat noch komplizierter. Nicht aufgrund der Regeln, um Gottes Willen, sondern in der Spieletheorie ist es ein Spiel der unvollständigen Information. Weil ich ja, anders als beim Schach, da hat jeder die gleiche Information, wir gucken aufs gleiche Brett, aber man hat ja beim Poker nur mal Karten auf der Hand. Und auch da hat der Computer übernommen. Übrigens auch durch eine Methode des reinen Selbstlernens, also sprich, der Computer hat gegen sich selbst gespielt, also gegen sozusagen andere Computer oder Teile von sich selbst. Und was er interessanterweise dabei gelernt hat, ist zum Beispiel auch das Bluffen. Interessant. Also, die Dinge, wo man
vielleicht noch eher denken würde, die zeichnen den Menschen auf, nämlich Blöffen, hat auch der Computer gelernt. Ziemlich beeindruckend. Was wir aus dem Alltag kennen, ist das Ganze rund um Produktplatzierung, wie bei Amazon, Facebook, Google und Co. Und ehrlicherweise, die ist gar nicht mal so schlecht. Also sprich, wenn ich bei Amazon was kaufe und ich vorgeschlagen kriege, was vielleicht noch für mich interessant wäre, Hut ab, so verkehrt ist es nicht. Und selbst fahrende Autos, je nachdem, wen man fragt, stehen kurz vor der Marktreife. Ich mache da mal drei Fragezeichen hinter, weil ich das noch nicht ganz so sehe. Aber eins ist gemeinsam. Wenn man die selbstfahrenden Autos, die würde ich schon an den Rand stellen. All diese Dinge, über die ich hier jetzt geredet habe, sind immer hochspezialisierte Aufgaben. Und hochspezialisierte Aufgaben sind erst recht was für die Maschine. Das war auch schon vorher so. Also ich meine, ohne das Wort künstliche Intelligenz, allein schon der Computer an sich. Wir halten mal einen Moment fest, definitiv ist alles rund um die Algorithmen der künstlichen Intelligenz dann sicherlich dem Menschen immer überlegen, wenn es um hochspezialisierte Aufgaben geht. Das gilt übrigens nicht ganz allgemein und abstrakt. Nur mal als Beispiel. Bis heute gibt es keinen Roboter, der in der Lage wäre, Fensterscheiben ordentlich zu putzen. Also wirklich ordentlich und selbstständig. Also an einer beliebigen Stelle, in einem beliebigen Haus. Das ist zwar auch eine hochspezialisierte Aufgabe, aber die können die Roboter noch nicht lösen. Okay, vergleichen wir mal ganz abstrakt, einfach nur Mensch und Maschine. Mit Maschine meine ich natürlich mehr so den Computer. Dann ist es sofort klar, was die Maschine für Vorteile hat. Gnadenlose Geschwindigkeit. Also rechnen kann das Ding, ja, Daten in Terabytes zu analysieren. Alles besser als jeder Mensch. Die Präzision ist beispiellos und der Rechner ist auch noch gefühllos, also er kennt keine Emotionen und er kann auch noch 24/7 arbeiten. Okay, solange der Strom da ist und je nachdem, ob man es braucht, auch noch das Internet da ist. Dann, das sind natürlich alles ganz klare Sachen, die für den Computer sprechen. Bei Menschen müssen wir aber gleich zwei Sachen vorne wegnehmen. Und das passt auch so ein bisschen zu dem, was vorhin jemand mit in die Definition von Intelligenz reingepackt hat. Was zeichnet den Menschen zusätzlich aus? Wir haben eine Intuition. Wir können Dinge, obwohl wir noch nie einer besonderen Situation, also einer vergleichbaren Situation waren, können wir bereits eine Intuition haben, was jetzt das Richtige ist. Das ist eine gnadenlos geniale Eigenschaft. Ganz formal ist auch der Mensch nichts anderes als so ein kleiner Rechenapparat. Das wollen wir zwar nicht ganz so wahrhaben, aber wir haben da Eigenschaften in unserem Rechenapparat, die wir am ehesten mit Intuition beschreiben. Das gleiche gilt für Kreativität. Also jemand, der mal bestimmte Kunstwerke von wirklich namhaften Künstlern gesehen hat und darüber noch ein bisschen mehr weiß, es ist einfach genial, was da bestimmte Menschen hingekriegt haben, mit einer Ausdruckskraft. Und unglaublich, also das ist dann wirkliche Kreativität, Dinge gewissermaßen aus dem Nichts zu erschaffen und die dann auch noch allgemeinen Zuspruch finden und wirklich was Tolles darstellen. Beim Nachteil der Maschine, naja, also noch programmieren die Dinger sich nicht selbst, wobei das schon an der Grenze ist. Da gibt es schon ein paar Sachen an evolutionären Algorithmen, aber so richtig den Computercode selbst machen, naja, so richtig noch nicht, aber es ist so an der Grenze. Wird allerdings interessant, übrigens, wenn das möglich ist, weil in dem Moment, wo die Maschine gewissermaßen evolutionär wird, also das, was ja auch die Evolution hat ja auch immer in uns hervorgebracht, jetzt kann man darauf stolz sein oder nicht, aber mit all unseren Fehlern, naja, also schon nicht schlecht, was da die Evolution in Summe zustande gebracht hat und auch die ganze Tierwelt und Naturwelt um uns herum. Wenn der Rechner so ähnlich arbeitet, evolutionär, dann kann er natürlich die Evolution sozusagen auch beschleunigen. Er ist ja nun mal schneller. Und er braucht vielleicht nicht so ein Jahr Millionen, um die nächste Generation Mensch oder Nachfolger zu vollbringen. Das könnte dann alles ein bisschen schneller gehen. Okay. Also, aber trotzdem, noch ist menschlicher Input nötig. Nachteil Mensch,
Psychologie, naja, wir sind sicherlich reizbar, machen Fehler, und wir sind auch noch langsam. Und Fehler, gehen wir zurück zum Traden. Ja, wem ist das noch nicht passiert? Ich wollte 0,01 Lot traden und habe dann ein Lot getradet. Hups, erst als der Trade weg war und ich gesehen habe, wie jetzt plötzlich die Zahlen rauf und runter purzeln in der Anzeige. Ja, wir sind halt fehleranfällig und die Fehler passieren uns bei aller Erfahrung. Dann, wir werden nervös, auch in vielen anderen Dingen des Lebens. Und schließlich und endlich, natürlich sind wir ganz schön langsam. Macht aber auch in manchen Fällen nichts. Sieht also bisher nach einem klaren Vorteil noch für die Maschine aus, aber wir haben einige Abers. Ich will mal ein Aber schon vorneweg sagen, zum Beispiel was die selbstfahrenden Autos angeht. Dahinter stecken auch neuronale Netze. Und das Tolle ist, dass auch einige Unternehmen mit ihren Daten sehr transparent umgehen und das dann an Unis und sonst was zur Verfügung stellen, wo einfach in den Daten, die da erzeugt werden, auch wie bei uns beim Traden, kann man dann Backtests machen, sozusagen, was wäre, wenn, also wenn noch irgendetwas bei den Sensoren, die das Auto gesteuert hat, mal etwas anders gewesen wäre, hätte das Auto immer noch das Richtige getan. Und da gibt es sehr interessante Analysen. Es gibt bestimmte Situationen, wo aus den Bilddaten des Autos, also der nimmt ja auch Bilder auf, um Sachen zu erkennen, wo es reicht, dass man 6 Pixel ändert und das Auto hätte einen Unfall gebaut. 6 Pixel. Ihr wisst, wie viele Pixel die Kameras heute haben. Dann da mal 6 Pixels etwas anders und schon rums. Das ist zum Beispiel sein Armer. Dann gilt generell, alles, was mit Noise, also mit Rauschen zu tun hat, also leicht fehlerhaften Daten, da sind Maschinen ganz, ganz sensibel, also neuronale, ganz sensibel drauf. Ein bisschen Rauschen drauf und schon erkennt der Algorithmus nicht mehr die Katze auf dem Bild. Und das sind natürlich Dinge, die noch hochgradig riskant sind. Aber ich habe gesagt, lass uns eintauchen in die Welt des Trains und in die Welt der neuronalen Netze. Dazu aber zunächst die mathematische Brille aufs Train. Und wenn man wirklich einfach sagt, Trading in a nutshell, also, naja, ist noch dann doch was Englisches hier immer noch reingerutscht, egal, dann ist es eigentlich eine Funktion, die hängt von einem Haufen Variablen ab und die hat irgendeinen Output. Und ich sag mal, vereinfacht, der Output ist einfach long, short, flat. Wir könnten das jetzt beziehen auf ein Underlying, Euro, US-Dollar oder gleich auf das ganze Trading-Universum, egal was man alles traden kann. Und das Ganze dann auch meinetwegen noch simultan machen. Eigentlich ist es das. Wir haben einen Input, zum Beispiel die Zeit, zum Beispiel die Preishistorie. Sprich, wir gucken als Mensch eher so auf den Chart und nicht auf eine lange Liste von Zahlen. Wir könnten auch noch Indikatoren mit reinpacken. Ehrlich gesagt, eigentlich nicht, weil die sind auch nur eine andere Formulierung der Preishistorie, nur eine andere mathematische Darstellung des Ganzen. Aber nehmen wir sie mit rein als Indikatoren. Ja, dann haben wir natürlich auch ganz andere Daten, die wir ja auch zum Beispiel als diskretionärer Trader, der einfach aufgrund einer Analyse einen Trade eingeht, der mit auf dem Schirm haben. Zum Beispiel News. Fundamentale Daten, wenn es gerade um Aktien geht oder auch Währungen, um Regionen. Natürlich gehen mit ein die Trading-Kosten, also wie viel Spread haben wir denn und haben wir Swap-Kosten, wenn wir jetzt den Trade zig Tage halten. Und natürlich machen wir auch noch sowas wie Money Management. Also Dinge gehen in unsere Trading-Entscheidungen rein. Und eigentlich müsste man jetzt die Liste insbesondere noch um den Twitter-Account von Donald Trump ergänzen, weil auch der sicherlich hier mittlerweile leider eine ziemlich, ziemlich entscheidende Rolle oft spielt. Und naja, kleine Nebenbemerkung. Also wenn man 5 Minuten vorher wüsste, was Trump gleich schreibt, ich glaube, da braucht man keinen Algorithmus, um das sinnvoll dann zu nutzen. Also zumindest bei recht eindeutigen Nachrichten. Wenn ich also jetzt sage, eigentlich ist das so eine Art Funktion, die von einem Haufen Input hat und die hat als Output Long, Short, Flat. Dann ist das genau Trading. Und wenn man es formal nimmt, heißt das, in jeder Millisekunde muss ich solche Entscheidungen treffen.
Jetzt mag der eine oder andere sagen, oh ja, das mit der Millisekunde, das stimmt ja jetzt auch nicht. Ich setze einfach einen Stop-Loss, ich setze einen Take-Profit für meinen Trade oder ich setze einen Buy-Stop irgendwo hin. Gewonnen, ja, dann brauche ich zumindest dann die Millisekunden nicht mehr mit, das Ganze selber zu verfolgen. Deswegen genau richtig. Umgekehrt ist das eigentlich nur eine konditionelle Entscheidung für die Zukunft. Sozusagen, in welcher Millisekunde dann die Entscheidung zu fällen ist, sei dahingestellt, ob es dann in 2 Stunden oder 5 Tagen ist. Aber wir haben genau die Kriterien festgelegt. Und das ist dann halt ein Stop-Loss oder ein Take-Profit. Aber das ist Train. Jede Millisekunde werden Entscheidungen getroffen. Klingt wiederum gut für den Computer, weil der ist so schnell. Ich kann nichts in Millisekunden. Und wahrscheinlich die meisten von euch auch eher nicht, unterstelle ich jetzt mal. Und dabei gibt es eins. Wir wollen Profite erzielen. Gott, auch klar. So viel sind wir sofort sicher, sicher. Absolut einer Meinung. Okay, krieg noch einen Hinweis. Ich hätte hier noch eine weitere Variable gerne mit direkt auch noch explizit erwähnen sollen. Und das gebe ich auch gerne gewonnen. Nämlich zum Beispiel das Volumen. Also wird bei einer Aktie von einem Währungspaar. Also wie viel wird denn gerade getradet? Auch sicherlich ein weiterer wichtiger Input. Wenn wir jetzt so mathematisch starten, dann können wir jetzt eigentlich so ein bisschen das Traden in 4 Klassen unterteilen. Und ehrlich gesagt, das ist jetzt weder vollständig, das will ich schon gar nicht behaupten. Und die Grenzen zwischen diesen 4 Trading-Ansätzen, die sind ehrlich gesagt wahnsinnig fließend. Also so in sauberster reinst Form gibt es sicherlich alles, aber der eine oder andere wird sicherlich hier Sachen von kombinieren. Fangen wir mal links oben an. Einfach ein Chart. Ihr braucht doch nicht, auch wenn das eh zu klein ist. Ich habe schon selber vergessen, was da eigentlich gemalt ist. Hier ist eine Chartanalyse von was auch immer. Und daraus gewinnen wir Entscheidungen, leiten Trades ab. Vielleicht mit gleitenden Durchschnitten, vielleicht mit zusätzlichen Linien, Unterstützungen, Keilen und. Oder noch weiteren Indikatoren. Das heißt, wir machen eine klassische technische Analyse und aus der leiten wir Trades ab. Ein absolut valider Ansatz. Der nächste Ansatz, ich gehe nach rechts, ist regelbasiert. Einfach aufgrund einer Beobachtung oder weil man uns das so gesagt hat, weil wir das so gelernt haben. Regelbasiert. Da gibt es zum Beispiel die Variante, freitags trade ich Gold long. Dahinter steckt vielleicht, also in dem Fall bei mir ja, eine statistische Analyse, dass freitags ein guter Long Trade möglich ist. Natürlich immer nur statistisch, also um Gottes Willen nicht einfach glauben, dass das dann jeden Freitag zum Erfolg führt. Aber es ist ein regelbasierter Ansatz. Das gleiche könnte sein, irgendwelche kreuzenden EMAs, ein MACD, der von unten nach oben, ihr kennt alles. Das sind regelbasierte Trading-Ansätze. Wenn wir den nächsten Schritt weiter hochgehen, dann sind wir bei Algorithmen basiert. Das könnten jetzt ganz unterschiedliche Sachen sein. Da könnten die Korrelation von verschiedenen Währungspaaren, Sachen, die eher, also der Übergang von regelbasiert zum Algorithmus, der ist insbesondere fließend. Da gehen Statistiken ein, Analysen, die dann einfach bestimmte Bedingungen ableiten, wann es wie gut ist zu traden. Das könnten Volumenspitzen sein, die bestimmte Reaktionen nach sich ziehen. Und daraus wird ein Algorithmus abgeleitet und zum Beispiel in einem Expert Advisor umgesetzt und den lässt man dann automatisch traden. Das gilt aber für meinen Ansatz 2 natürlich genauso. Für meinen Ansatz 1 definitiv nicht. Dafür einen Expert Advisor zu schreiben, wäre sicherlich also nicht die einfachste Sache. Dahin, jetzt kommt die vierte. Deep Learning. Oh, da ist ein Rechtschreibfehler. Neural Networks, das ist noch auf Englisch geblieben. Und da sehen wir übrigens schon so ein erstes Bild davon. Da ist immer von Layern die Rede. Input Layer, Hidden Layers, Output Layer. Das müssen wir uns jetzt mal genauer angucken. Ich sage da jetzt noch gar nicht mehr zu, weil das will ich ohnehin jetzt mal genauer erklären. Weil das sind dann neuronale Netze, die irgendwie das menschliche Gehirn nachbilden wollen. Um das so ein bisschen zu erläutern,
Also ich bin natürlich auch kein Biologe, sondern wie die meisten von euch wissen, Physiker, will ich auch da nicht jetzt zu sehr drauf eingehen. Neuronale Netze sind eigentlich eine Nachbildung des menschlichen Gehirns. Erstmal gibt es ganz links und ganz rechts. Es gibt irgendwelche Inputs und irgendwelche Outputs. Soll eigentlich nur Folgendes heißen. Also, weil ganz abstrakt wieder gedacht, Inputs sind unsere Augen, Ohren, unsere Haut und und. Damit nehmen wir Informationen auf. Dann können wir Output erzeugen. Also im Moment rede ich zum Beispiel, das ist auch ein Output. Oder wir können die Taste am Computer drücken und einen Trade eingehen. Das sind Outputs. Oder wir laufen halt oder wir fahren Auto oder machen sonst was. Naja, und dazwischen sind die Neuronen. Und die Neuronen sind eigentlich im Wesentlichen nachher so etwas wie, da gibt es immer so einen Kern oder Verbindungen zu anderen Neuronen und damit bilden die auch nachher genau dieses Netzwerk. Da laufen Signale zusammen, werden, ich sage es mal, addiert, ein bisschen symbolisch, und erzeugen einen Output. Und dann kommt irgendwann der Output. Ich schreie nach Hilfe, wie besagt der Laptop, der gerade aus dem Fenster geworfen wird oder was auch immer mein genauer Output ist. Nur mal ein paar Zahlen. Also unser menschliches Gehirn hat 100 Milliarden Neuronen. Die Zahl klang vielleicht mal ein bisschen astronomisch groß, wenn wir heute an Rechner denken. Jetzt sind Neuronen sind so eine Mischform aus CPUs und Speicher. Also so eine ganz eindeutige Funktionalität kann man dem gar nicht zuordnen, weil es ist ein bisschen beides. Wenn es natürlich 100 Milliarden CPUs wären, dann würden wir jetzt alle den Hut ziehen. Aber nur weil es 100 Milliarden Speicherzellen wären, da zieht man natürlich heute mit dem Computer nicht mehr den Hut vor. Okay, die sind alle, nicht alle, alle mit allen, aber mit immer ganz vielen. Das geht manchmal bis zu 10.000 Neuronen sind miteinander verbunden. Also ein Neuron ist zu 10.000 anderen verbunden und das führt zu dem ganzen Signalfluss. Ja, und schließlich gibt es unsere Outputs und auch die, die dann den Kontakt zur Außenwelt darstellen, sowohl im Sinne der Sensoren, Inputs oder Aktion, Output. Und wie wir alle wissen, schon von Kindesbeinen aus hat man uns viel beigebracht und das ist schon beeindruckend, wie das Lernen funktioniert. Kann nur empfehlen, da mal auch darüber nachzudenken, wie wir eigentlich genau lernen oder gelernt haben oder auch heute noch lernen oder wenn man einfach beobachtet und wie andere gerade lernen. Generell gilt für einen Menschen genau die gleiche Lernmethode, also umgekehrt muss ich ja sagen, also für die Rechner gilt gerne die gleiche Lernmethode, die so ein bisschen, zwar vielleicht nicht ganz so brutal, wie ich es hier aufschreibe, belohnen und bestrafen, die für uns als Mensch genauso galt. Der Klassiker ist natürlich die ominöse Herdplatte, die packe ich einmal an, merke, dass ich auf eine heiße Herdplatte gepackt habe, das tut weh, da bin ich sozusagen ausreichend schon bestraft und mache das hoffentlich nicht ein zweites Mal. Ganz ehrlich, aber so funktioniert's. Da wurde uns mal als Kind eben das Rechnen beigebracht und wenn wir 5 Aufgaben richtig gemacht haben, haben wir vielleicht ein Stück Schokolade gekriegt. Und wenn wir Sachen viel, viel falsch gemacht haben, naja, dann, ich will ja nicht sagen, es gab einen auf die Finger, aber der ist halt bestrafen. So, bei Traden wird es nachher genauso. Wir machen Sachen falsch, das ist bestrafen, mein Kontostand geht nach unten. Und mit genau diesem Grundansatz kriegen wir natürlich sehr viel nachgebildet, wenn wir über neuronale Netze und Trading nachdenken. Übrigens mal kleiner Zahlenvergleich. Eine Biene, die hat 900.000 Neuronen. Okay, deutlich weniger als wir. Dafür kann allerdings die Biene schon etwas, was wir nicht können, zum Beispiel fliegen. Hut ab. Und das übrigens auch noch bei Wind. Nur mal als Vergleich. Kurz noch auf eine Frage, weil die kam von vorhin. Was ist genau ein Algorithmus? So, die Definition von einem Algorithmus ist eigentlich, ja, die ist jetzt nicht ganz so einfach. Würde ich jetzt mal schnell bei Wikipedia nachgucken, dann geht das fließender von der Hand. Aber ich sage es mal so symbolisch. Es ist eine regelbasierte Rechenvorschrift, Handlungsanweisung. Wenn, dann mach das.
Und das Ganze wirklich als logischer Zusammenhang von Input zu Output. Und das sozusagen immer eindeutig. Also aus einem bestimmten Input erfolgt ein bestimmter Output. Zum Beispiel gibt es den Algorithmus addiere zwei Zahlen. Da wissen wir genau, was der Input ist und was der Output ist. Das ist abstrakt bereits auch schon ein Algorithmus. Wenn wir jetzt über Neuronen und die Adaption neuronaler Netze, die ja das menschliche Gehirn nachbilden, dann sieht das im Computer jetzt so aus. Wir haben ein ähnliches Bild wie das, was ich vorhin schon mal hatte. Wir haben ein Input-Layer. Input-Layer soll einfach heißen, da schieben wir was rein, eine Information. Ihr könnt jetzt auch, jeder dieser dieser gelben Punkte hier könnte ein Pixel in unserem Auge sein, also ein Retina, nee, wie heißt denn das? Nein, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Also ein Pixel in unserem Auge sein, was auch immer. Naja, wir könnten auch darüber nachdenken, das hier nachher als Preishistorie zu nehmen. Vielleicht packen wir die Zahl, wie der Preis vor einer Stunde war, oder wie der Preis aktuell ist, packen wir in den obersten gelben. Wie der Preis vor einer Stunde war, packen wir in den zweiten hier rein. Und wie der Preis vielleicht vor 4 Stunden war, das packen wir hier rein. Das könnte der Input sein, nachher für ein Trading-neuronales Netz. Und so habe ich es auch in der Tat nachher getan. Und jetzt passiert hier Folgendes. Dieser erste blaue Punkt bekommt einfach alle drei Inputs. Was da genau gleich passiert, ist gleich rechts nochmal zu sehen. Der nächste hier genauso und der auch und der auch. Und so geht es durch die sogenannten Hidden Layers hier durch. Und im vollständigen Bild sind die immer mit dem allen aus der vorherigen Ebene miteinander verbunden. Und schließlich und endlich packen wir einfach alles zusammen und dann kommt der Output-Layer und wir sagen mal einfach, hier gibt es nur einen einzigen Output. Auch das können übrigens hier zahlreiche Tausende sogar sein. Und das ist jetzt mal wieder symbolisch, long, short, flat. Wir könnten auch in Zahlen denken. Da kommt der Output plus 1, minus 1 oder 0. Gleiche Bedeutung, long, short, flat. So baut sich ein neuronales Netz auf. Die sogenannten tiefen neuronalen Netze, die können Millionen von solchen Knoten haben. Was jetzt das eigentlich Relevante ist bei allen neuronalen Netzen, das ist dieses, wie die Signale kombiniert werden. Das heißt, wir haben, das ist jetzt hier rechts nochmal genauer zu sehen. Das hier ist sozusagen in der Mitte, das große Ding ist das Neuron und das ist verbunden mit hier drei vorherigen Neuronen, was auch ein Input-Layer sein kann. Und dann gibt es hier immer ein W1, W2, W3, das sind nachher Gewichte. Und in dem Neuron passiert jetzt das, was ich vorhin einfach mal symbolisch Addition genannt habe. Das war gar nicht so symbolisch, wie es klang, sondern es ist sogar ernst gemeint. Es gibt hier einen Input. X1 ist irgendeine Zahl. Das könnte die Helligkeit in meinem Bildpixel sein. Das könnte die prozentuale Kursveränderung vor einer Stunde sein. Das ist eine Zahl. Und diese Zahl wird mit dem Gewicht multipliziert und das aufaddiert mit dem anderen Neuron mal seinem Gewicht und dann dem nächsten Neuron und seinem Gewicht. So macht man es wirklich. Es ist einfach die gewichtete Summe. Das ist der erste Schritt. Und dann wird daraus noch, also dann gibt es meine sogenannte Aktivierungsfunktion. Das ist im einfachsten Fall einfach nur ein Schwellwertverhalten. Wenn das Signal eine bestimmte Schwelle überschreitet, wird das Signal weitergereicht. Deswegen redet man auch bei Neuronen davon, dass die feuern, also schießen, sprich ihr Signal weitergeben. Das wäre einfach eine Schwellwertfunktion. Wenn der Input, also diese gewichtete Input, eine bestimmte Schwelle überschreitet, jetzt sozusagen gibt es eine 1 am Ende und sonst immer eine 0 beispielsweise oder eine minus 1. Das nennt man Aktivierungsfunktion, da kann man natürlich sich noch coolere überlegen als eine reine Schwellwertfunktion und so macht man es natürlich dann auch. Gut, und dann hat man einen Output. Er ahnt, was das eigentliche Key-Element hier eines neuronalen Netzes ist. Es ist die Wahl der richtigen Gewichte. Wie muss ich meine ganz vielen Inputs miteinander sozusagen kombinieren, damit nachher ein Output ist? Wahrscheinlich stellt sich der eine oder andere sich die Frage gerade, und damit kann man Bilder erkennen, also zum Beispiel Personen auf Bildern oder lernen, dass man eine Katze auf einem Bild identifiziert?
Die coole Antwort ist, ja, genau das geht. Und es ist alles nur eine Frage des Lernens und der richtigen Gewichte. Und dann kommt hinten genau das raus. Warum bleibt wahrscheinlich bei vielen so die Skepsis? Naja, wir gucken hier auch ein viel zu einfaches Beispiel. Die Algorithmen, die nachher verwendet werden in tiefen neuronalen Netzen, die haben halt nicht nur diese paar Knoten und Gewichtsverbindungen, sondern Tausende oder sogar Millionen. Gut, jetzt geht es aber nochmal darum, wie lernt man denn jetzt nun damit? Und zum Lernen gibt es so, ich habe das jetzt einfach in drei Klassen gefasst, das ist bei weitem nicht umfänglich, aber nur mal so als Grundinformation. Man redet gerne von sogenannten gelabelten Daten. Gelabelte Daten, um ein neuronales Netz zu trainieren, damit es etwas lernt, könnten zum Beispiel Bilder sein, wo noch zusätzlich was dran steht, nämlich dies ist ein Bild von einem Hund oder dies ist ein Bild von einer Katze und einem Stuhl und frag mich nicht. Das ist so ziemlich genau das. So haben wir von unseren Eltern oder von wem auch immer auch ganz, ganz viel gelernt. Uns wurde einfach irgendwas gezeigt und mit Namen benannt. Und jetzt im Deutschen nennen wir es dann nachher halt Hund und im Englischen dann halt Dog und so weiter. Wurscht. Wir wissen alle sofort, was dann gemeint ist. Gelabelte Daten. Weg zum Traden. Gelabelte Daten beim Traden zu erzeugen, ist sogar so ziemlich das Einfachste der Welt. Wenn wir einfach historische Daten nehmen und einfach an jeder Kerze, zu jeder Kerze einfach zum Beispiel um zu sagen, okay, wir gehen bei dieser Kerze einfach jetzt einen Long Trade ein mit Stop-Loss 3 Bips, Take Profit 5 Bips. Das können wir ja machen mit historischen Daten. Dann wissen wir zu jedem dieser historischen Datenpunkte, ob dann dieser Trade nachher in Stop-Loss oder Take Profit gelaufen wäre. Das heißt, wir können ganz, ganz einfach diese Daten labeln beim Traden. Wahnsinnig einfach. Also, wohlgemerkt, mit historischen Daten. Wenn man das jetzt nachher richtig nutzt, kann man das auch genauso anwenden. Man kann aber übrigens auch lernen mit sogenannten Unlabeled Data. Das führt automatisch eher zu so Klassifizierungen. Ich kann das gleiche Beispiel von gerade nehmen. Ich habe einen Haufen Bilder von Hunden, einen Haufen Bilder von Katzen und einen Haufen Bilder von Stühlen. Auch wenn die jetzt nicht unten beschrieben sind, dies ist ein Hund oder dies ist das Bild einer von Hand geschriebenen Neun. Wir können den Algorithmen auch einfach nur sagen, finden wir die Unterschiede. Dann benennt er die zwar am Ende nicht Hund, aber wenn wir ihm ein neues Bild geben, wird er uns eindeutig sagen, also er wird uns nicht sagen, dass es ein Hund ist, aber er legt es auf den richtigen Stapel. Da ja nun mal wirklich der Name Hund oder in irgendeiner anderen Sprache und in Chinesisch nochmal ganz anders, ohnehin zweitrangig ist, geht es eigentlich nur um die Klassifizierung. Das kann man mit unlabeled Daten dann bereits erzielen. Eignen sich sehr gut auch für Textuntersuchungen, um News herauszufiltern und das sogar in der Tat völlig unlabeled. Dann nochmal wichtig, die Methode Reinforcement Learning, bestrafe und belohne. Das führt nämlich genau zu diesem anderen Art von Algorithmus, wie wir ihn für die Spiele schon kurz besprochen hatten. Wir geben einfach nur die Regeln vor und dann lassen wir ihn selber lernen. Und naja, gewinnen ist gut, verlieren ist schlecht. Das ist halt bestrafe und belohne. Was wir also immer dann tun, wenn wir diesem neuronalen Netz etwas beibringen wollen, dann ist es soll besser werden. Und besser müssen wir halt irgendwie definieren. Bei der ganzen Bilderkennerei ist es natürlich einfach die Trefferquote. Oh, schönes Wort. Kennen wir vom Traden. Könnten wir also auch beim Traden genau nehmen, die Trefferquote erhöhen. Also wir brauchen sowas wie eine Profitfunktion. Ich sagte eingangs, für Trader sicherlich einfach zu interpretieren. In anderen Dingen ist das ein bisschen komplizierter, manchmal die Profitfunktion wirklich sauber aufzustellen. Aber das ist das, was wir dann machen wollen. Und dadurch dann besser werden. Das heißt jetzt wiederum beim neuronalen Netz, wie das Lernen mal ganz praktisch, auch wenn es gleichzeitig abstrakt ist, wie das denn jetzt vor sich geht. Und ich habe das bewusst hier sagen am Hand, also als wenn das jetzt was mit Traden schon unmittelbar genau zu tun hat, aber da macht sich das in der Tat ganz einfach zu erklären. Jetzt sage ich wirklich noch mal, dass der Input sollen zum Beispiel die historischen Preisdaten
sein. Können zum Beispiel einfach sagen, ja, die letzten 1000 Candles oder irgendeine Grenze. Ich kann halt nicht unendlich nehmen. Übrigens, aber auch da gibt es Methoden, wie man das pseudomäßig so machen könnte. Das ist irgendwie der Input. Und dann kommt hinten der Output raus. Und jetzt treffen wir ja mit jeder neuen Kerze einfach eine neue Entscheidung. Long, short, flat, long, short, flat, long, short, flat. Und so können wir jetzt zum Beispiel historische Daten in dieses neuronale Netz reinfüttern. Und wie macht man es jetzt ganz praktisch? Und das ist, vielleicht wird das auch wieder den einen oder anderen völlig vom Socken hauen. Man fängt einfach mit Zufallszahlen an. Also man haut auf diese Gewichte, die ich vorhin eingeführt hatte, einfach zufällige Zahlen hin. Also random. Und dann schiebt man die historischen Daten rein. Und es kommt ja bereits auch mit diesen zufällig gewählten Gewichten zu Entscheidungen, long, short, flat. Was schließlich und endlich dazu führt, dass wir eigentlich eine Equity-Kurve kriegen. Okay. Die können wir als Trader sozusagen sicherlich am leichtesten noch interpretieren und tun wir mal im Moment einfach so, dass wir maximalen Profit wollen. Das bin ich zwar nicht wirklich der Freund von, aber Drawdowns und so weiter spielen alle eine Rolle, aber tun wir mal einfach so. Wir wollen Profit. Ende aus. Aber wir kriegen jetzt einmal die Daten durchgeschoben, eine Equity-Kurve. Okay. Wahrscheinlich wird es nicht besonders toll sein. Zumindest nicht, wenn wir auch mit Kosten arbeiten, also den richtigen Trading-Kosten. Dieser Prozess wird übrigens Forward Propagation genannt. Wir schieben gewissermaßen die Daten einmal durch das Netz durch und kriegen unsere Equity-Kurve. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Kann ich nicht die Gewichte irgendwie ein bisschen so verändern, dass meine Equity-Kurve besser wird? Also diese Gewichte sind ja irgendwelche Zahlen, 0,5 und 0,51 und 0,38. Naja, wie wäre es denn mit 0,58 und 0,49 und 0,39? Und wird dann die Equity-Kurve besser? Wenn ja, merken. So sind wir in die richtige Richtung gegangen. Das kann man noch ein bisschen intelligenter machen als das, was ich gerade beschrieben habe. Und das nennt man dann die Backward Propagation. Man schiebt quasi das Signal von hinten wieder durch das Netzwerk durch und fragt, wie muss ich die Gewichte verändern, dass es besser wird? Und das ist Trainieren. So trainiert man die Bilderkennung mit Hunden, Katzen, Mäusen. Und so trainiert man ein selbstfahrendes Auto. So trainiert man das AlphaGo Computerprogramm. Genau durch diese zwei Schritte, Daten rein, Daten wieder zurückschieben, fragen, wie muss ich die Gewichte verändern, damit ich zu einem besseren Ergebnis komme. Das ist aber genau das, was wir beim Traden auch wollen. Klingt auch so ein bisschen wie jemand, der akribisch seine Trades sich merkt, ein Journal führt, analysiert, im Nachhinein nochmal analysiert, versucht genau dasselbe, nämlich durch diese Analyse besser zu werden. Nur, dass wir hier den Prozess automatisieren können. Das heißt, es lernt dann selber. Ich will zwei Dinge noch mal kurz mit erwähnen, nämlich wie das hier mit diesen zwei Methoden einfach mal erwähnen, damit man die mal gehört hat, die bei neuronalen Netzen eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen. Die eine ist nämlich, hat was genau was mit diesen Gewichtsveränderungen zu tun, nämlich wie mache ich das, dass ich die so verändere, dass es auch wirklich besser wird? Naja, die Methode dahinter heißt übrigens Gradient Descent. Und die ist ein bisschen so wie, stellt euch vor, ihr steht in einem Gebirge, es ist dunkel und ihr habt die Augen zu. Und ihr wollt unbedingt ins Tal laufen. Und was kann man jetzt eigentlich machen? Mal abgesehen, dass es super gefährlich ist. Naja, man macht eigentlich zwei Testschritte. Ich sag mal einfach einen in Richtung der Nase und einen nach rechts. Und dann mit den Testschritten will ich nur erfühlen, in welche Richtung geht es runter. Und dann laufe ich einfach in die Richtung, wo es runter geht. Und wenn ich in meine Nasenrichtung merke, wenn ich dahin nach gehe, da geht es nach oben, dann sollte ich vielleicht genau in die andere Richtung gehen. Und das ist genau das, wie man mit dieser Methode Gradient Descent ein Minimum findet. Und das funktioniert übrigens superweise auch nicht nur so eindimensional, sondern tatsächlich in solchen Gebirgen. Und
Hat allerdings auch einen Nachteil, diese Methode, nämlich sie findet nur lokale Minima. Und aus denen kommt sie auch nicht mehr raus. Kann man allerdings verhindern, indem man noch andere Startpunkte sich gibt. Also wieder Beispiel zu ich bin im Gebirge. Naja, wenn ich dann irgendwann unten im Tal angekommen bin, dann bin ich halt im Tal, dass aber das Nachbartal noch tiefer ist, das werde ich mit der Methode nicht herausfinden. Warum ist die Methode so wichtig? Weil man da trotz dieser durchaus 1 Million Knoten sehr schnell und effizient ein solches neuronales Netz dann verbessern kann. Und noch wichtiger, ein ganz großer mathematischer Schritt war, dass man Methoden gefunden hat, wie man das sozusagen für alle Gewichte, diese Millionen von Verbindungsgewichten in einem einzigen Rutsch komplett durch das gesamte Netzwerk berechnen kann. Ziemlich coole Mathematik, die einem da nutzt. Zweite ganz wichtige Methode, die allerdings, wer Webinare bei mir schon öfter gehört hat, kennt, die nutzen wir selbst bei unserer normalen statistischen Ableitung von Trading-Strategien genauso an. Und das ist einfach schlicht und ergreifend, dass man seine Daten splittet, nämlich in sogenannte Training-Data und Out-of-Sample-Data. Also man hat einfach irgendwelche Daten, man sagt einfach, machen wir es mal am einfachsten Beispiel, anhand von 10.000 Bildern, wo irgendwelche Hunden, Katzen und sonst was drauf sind. Na gut, 10.000 Bilder, 2.000 tun wir mal an der Seite. Mit den 8.000 Bildern lernen wir. Aus denen versuchen wir abzuleiten, was Hunde, Katzen und Stühle sind. Das machen wir so wie beschrieben. Und um jetzt mal zu prüfen, ob wir beim Traden würde man das übrigens Overfitting nennen, ob wir als ein wirklich stabiles Netzwerk erreicht haben, wenden wir die jetzt auf unsere Out-of-Sample-Data an, nämlich die anderen 20%. Und erst wenn wir da auch gute Resultate finden, würden wir jetzt wirklich auch sagen, ja, das ist vielleicht ein stabiler Algorithmus. Das alles reicht noch nicht komplett, aber in die gleiche Richtung geht's. Und so macht man es auch bei neuronalen Netzen, indem man einfach seine zur Verfügung stehenden Daten einfach aufsplittet in diese zwei Hälften. Jetzt habe ich versprochen, auch tatsächlich mal noch zwei Sachen aus echten Trading-Resultaten zu zeigen. Der eine ist noch kein Trading-Resultat, sondern nur eine Trefferquote. Ich sage ganz bewusst nur, weil ihr alle wisst, dass Trefferquote allein noch sicherlich kein profitables Traden ausmacht. Ich weiß auch, dass das Bild verdammt bunt ist und nicht unmittelbar sofort zu verstehen ist, aber es wird gleich sofort eindeutig. Was habe ich eigentlich versucht? Mit einem neuronalen Netz, mit historischen Daten. Ich habe es trainiert. Gut, wie? Und was wollte ich eigentlich? Ich habe H4-Daten als Input benutzt. Von 28 Währungspaaren von Gold. Gut. Und ich wollte eigentlich nur eine Frage versuchen zu beantworten. Die nächste Kerze, die nächste H4-Kerze, geht die nach oben oder nach unten? Ist das eine Long-Kerze oder eine Short-Kerze? Und naja, wenn man historische Daten hat, kann man, was diese Testdaten angeht, das Ganze etwas anders angehen lassen. Und deswegen fängt das hier Ganze auch so wahnsinnig holprig an. Was hier übrigens aufgetragen ist, ist die Abweichung von der 50-50. Also, deswegen gibt es hier eine Null. Das wäre sozusagen 50-50 wie Münzwurf. Habe ich also nichts gekonnt, wenn ich genau da nicht drüber komme. Weil ich will das Vorzeichen richtig vorhersagen. Wenn ich jetzt mit meinen Daten anfange, dann kann ich ja immer Folgendes machen. Ich bin jetzt beispielsweise hier bei 2005 und meine Historie geht ursprünglich bei 2004 los. Naja, dann habe ich jetzt gerade mal ein Jahr lang Daten, aus denen lerne ich, damit trainiere ich das Netz und dann wende ich das einfach die nächsten 2 Wochen mal. Und das, was dann rauskommt, was ich in den nächsten 2 Wochen anwende, das ist übrigens hier aufgetragen. Und jetzt merkt ihr auch, warum das hier am Anfang so holprig losgeht und nachher, naja, sich sozusagen einpendelt. Wenn ich dann hier hinten bin, 2016, dann nehme ich natürlich die kompletten 10 Jahre Historie zum Lernen und wende es dann wieder auf die nächsten 2 Wochen an. Und das, was ich da erzeuge, an Statistik, ist das, was hier aufgetragen ist. Ihr wisst, sonst nenne ich das Forward, nein, Back-Forward-Testing, jetzt komme ich gerade nicht auf den richtigen Namen. Sorry, ich habe hier gerade den reinen Sprachhänger. Und
Damit sehen wir, dass wir immer besser werden. Das heißt, je mehr Input wir haben, also mehr Historie, okay, das ist nicht der heilige Gral. Wir kriegen ein paar Prozent bessere Trefferquote als 50-50. Ja, aber immerhin, das ist schon mal gut. Reicht das schon unbedingt zum Traden? Zwangsläufig nein. Weil wir alle wissen, dass mit einer nur die Trefferquote größer als 50% zu haben, nach Kosten, also wenn jetzt noch die Kosten des Tradens hinzukommen, brauche ich schon ein paar Prozent oberhalb von 50, von 50%, damit ich es auch final hinkriege. Also so würde ich final auch nicht traden. Ich will hier nur vor allen Dingen diesen Lernprozess zeigen, dass mit je mehr Lerndaten man hat, dass man dann auch stabiler wird und nicht mehr dann hier in seiner Trefferquote so rumeiert. Dass auch wirkliches Traden geht, ist hier mal an ein paar Equity-Kurven gezeigt, die alle auf Euro, japanischem Yen sind. Und was ich hier jetzt gemacht habe, ist, ich habe einfach unterschiedliche neuronale Netze benutzt. Ich habe vorhin immer das gleiche Bild mehr oder weniger gezeigt. Irgendwie ein paar Input-Knoten, dann zwei Hidden Layer und dann kam der Output. Ihr könnt euch vorstellen, wie vielreich und andersartig man hier werden kann, mit wie vielen Hidden Layern und wie viel Knoten man da arbeitet. Da habe ich einfach mal vieles hin und her probiert, um zu gucken, wie stabil ist es denn. Und in der Tat, was ich hier gemacht habe, ist, ich habe einen festen Stop-Loss, ich habe einen festen Take-Profit, damit habe ich meine Daten gelabelt und damit habe ich immer aus der Vergangenheit gelernt und dann in der Zukunft angewendet. Also das habe ich hier natürlich genauso gemacht, weil sonst ist es nachher nur ein, wie übergefitteten Trading-Kurve, die dann zwangsläufig irgendwann gut sein muss. Das ist jetzt hier nur an einem Währungspaar gezeigt und es funktioniert. Habe ich das in praktischer Anwendung? Nee, habe ich nicht. So ehrlich will ich sein. Und das hat halt einen Grund. Einen habe ich schon erwähnt, nämlich so hundertprozentig traue ich dem Braten noch nicht. Die Berichte von selbstfahrenden Autos, nicht nur allein wegen der ganz schlimmen Unfälle, die mal passiert sind, sondern mehr die Frage des Umgangs mit Rauschen. Und gerade Rauschen, ups, Traden ist nah am Rauschen, das wissen wir. Und wir sind ja nur leicht vom Rauschen entfernt, deswegen können wir überhaupt traden. Das heißt, da begeben wir uns auf ziemlich dünnes Eis. Deswegen bin ich da nach wie vor vorsichtig und habe es noch nicht in einem Live-Account wirklich umgesetzt. So ehrlich will ich sein. Findet neuronale Netze im Trading bereits Einsatz? Ja, allemal. Und im Zweifelsfall auch allein schon zur Portfolio-Optimierung. Dann und auch auf der anderen Seite, um sozusagen Fehltrades herauszufiltern, wo wirklich was schiefgegangen ist. Das passiert dann ganz auf der Bankenseite. All diese Dinge sind auch nochmal relevant. Das heißt, gehen ja, es ist auch gar nicht so schwer, das zu lernen. Wer da mal mehr machen möchte, dem empfehle ich vor allen Dingen Python als Programmiersprache. Es gibt jetzt kein einfaches Kochrezept, um das mal eben zu sagen, hey, ja, und so geht's und so machen wir's. Das, so viel kann ich leider jetzt auch nicht bieten. Aber gut. Überlegen wir mal genauer, was jetzt nochmal als Zusammenfassung hier möglich ist. Wer ist denn jetzt der bessere Trader? Künstliche Intelligenz, Algorithmen? Hängt wahrscheinlich davon ab, wie man fragt. Künstliche Intelligenz im Sinne von neuronalen Netzen, da will ich mich nicht hundertprozentig festlegen. Algorithmen im Sinne von Expert Advisern, wenn sie gut gemacht sind, sind sie definitiv besser als der menschliche Trader. Da bin ich definitiv ein Fan von. Aufgrund ihrer sturen Regelannahme. Mal ein bisschen wieder allgemeiner, mit Blick auf künstliche Intelligenz. Wir müssen immer festhalten, der Mensch hat zusätzlich das, was der Computer überhaupt nicht hat, Intuition, Kreativität und eine unschlagbare Erfahrung. Und diese Verallgemeinung, das heißt, für nicht hochspezialisierte Aufgaben, warum der Mensch da so wahnsinnig überlegen ist, will ich jetzt mal ein bisschen visuell, scheinbar visuell, weil ihr hört mich ja nur. Ich will es mal tatsächlich so sagen, wie ich es auch auf dem Vortrag in Kairo gemacht habe. Da bin ich am Ende dieses Vortrags nämlich hingegangen und habe ein Tempotaschentuch in der Hand genommen und habe es neben mir in der Hand gehalten.
Und habe dann gesagt, diese ganzen Computerprogramme, all diese AlphaGos und sonst was, können folgende ganz triviale Frage nicht beantworten. Und alle hier im Raum und ihr jetzt hier in meinem virtuellen Webinarraum könnt die Frage alle beantworten. Tempotaschentuch bei mir in der Hand, der Arm ausgestreckt. Und wenn die Frage heißt, was passiert mit dem Tempotaschentuch, wenn ich jetzt wenn ich die Hand öffne, alle wissen es. Und trotzdem hätte es AlphaGo nicht beantworten können. Die besten Schachprogramme der Welt hätten das nicht beantworten können. Warum? Weil sie dafür nicht trainiert worden sind. Jetzt wurdet ihr auch dafür nicht trainiert. Ich unterstelle mal, dass ihr nicht alle Physiker seid und Gravitation und sonst was noch rauf und runter kennt. Jeder hätte die Frage beantworten können. Weil wir einfach unser Wissen anwenden und wissen, dass dann das Taschentuch auf den Boden fällt. Das ist für mich so ein Symbolbeispiel, wo noch die Limitationen auch auf der Computerseite sind. Was allerdings der Ausweg ist, und da arbeiten ziemlich viel dran, das sind die sogenannten kausalen neuronalen Netze. Zusammenhänge im Sinne von Zusammenhängen zu erkennen, Schlussfolgerungen zu bilden. Wenn Adam größer ist als Bertha und Bertha größer ist als Christa, dann ist auch Adam größer als Christa. Das hättet ihr alle gewusst. Das ist ein kausaler Zusammenhang. Diese Art von Denkvorgang sind noch nicht wirklich gut erfassbar in diesen Arten von neuronalen Netzen. Da ist noch ein langer Weg hin, um halt Logiken zu erkennen. Und die würden definitiv auch dem Traden helfen. Auch in seinen nicht logischen Exzess, Abwandlungen, die wir alle schon an der Börse gesehen haben. Also so der richtige allgemeine Durchbruch der künstlichen Intelligenz, von man von etwas redet, was man wirklich den Namen wert ist, und nicht von hochspezialisierten Aufgaben. Das dauert wahrscheinlich dann noch ein bisschen länger. Das gleiche gilt für die selbstfahrenden Autos, die sicherlich super Fortschritte machen. Und ich wäre froh, wenn ich morgen in ein solches Taxi einsteigen könnte, weil ich das allein schon technisch klasse finde und ich ohnehin nicht gerne Auto fahre. Aber da bedarf es noch einiges. Das heißt, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu enttäuscht, dass ich hier nicht einfach den fertigen Algorithmus rauspacke und sage, das ist das neuronale Netz, das ist der heilige Gral, den schmeißen wir jetzt an und der wird unsere Konten stetig und nach oben treiben. Aber ich hoffe, ihr habt wenigstens jetzt mal einen Einblick darin gekriegt, was künstliche Intelligenz auch gerade in Form von neuronalen Netzen heißt. Bisschen wie das Lernen da funktioniert und so ein klein bisschen Mathematik, wie man da vorgeht, um sowas überhaupt zu erreichen, dass da, na, Entscheidungen getroffen werden können. Soweit von mir. Ihr wisst, weitere Webinare gibt es immer wieder. Mindestens eins pro Monat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Aufzeichnungen sind dann übrigens ab morgen auch auf dem YouTube-Channel von JFD. Und da findet ihr auch die Aufzeichnungen von allen vorherigen. Wenn ihr grundsätzlich ein paar Fragen habt, gerne oder warum auch immer gerne mit mir in Kontakt treten möchtet, hier nochmal die E-Mail-Adresse s.friedrichowski@jfdbank.com. Stimme hat, naja, halbwegs durchgehalten, würde ich mal sagen. Euch allen noch einen schönen Abend und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Also, macht's gut. Tschö.